Recht herzlich willkommen zur 25. Folge von This War of Mine. Tag 25. Ja, Pavel hat es letztes Mal noch nicht hierher geschafft, aber das sollte nicht das Problem sein. Die scheußlichen Wunden von Katja scheint sehr gut zu sein, also wir brauchen eine Bandage definitiv. Und wir müssen hier weitermachen und sie ist hungrig. Geht mal da was essen. Als erstes essen. Wir haben hier unten Bruno, ist hungrig leicht. Okay, Bruno geht dann schon mal Richtung Essen kochen. Und Marin, sehr hungrig, leicht krank. Okay, der müsste auch was essen, kann aber erstmal da weiterarbeiten. Sie geht dann noch da das Fleisch rausholen. Bevor sie sich dann hinlegt und schont. Bisschen rauszoomen. Gut. Dann können wir die wieder befüllen mit Fleisch. Ah, Pavel ist da und der hat wieder schöne Sachen mitgebracht, also weiter. Ja, er kann dann Essen machen. Okay, dafür brauchen wir Holz. Zweimal. Sehr hungrig, der kann dann schon mal zum Kühlschrank gehen. Weil er wird noch nichts essen. Da kommt Pavel. Katja geht dann ins Bett. Oh, der Händler ist da. Bruno macht Essen. Zweimal. Aber von dem Guten zweimal. Fertig. Wo ist Katja? Die muss dann noch falschen gehen, leider. Vielleicht krank, traurig, sehr hungrig. Ja, okay. Der kriegt gleich da Essen. Er ist müde und hungrig. Der geht erstmal dahin. Nein. Was hat er uns zu sagen hier? Katja ist tödlich verletzt. Wir sollten keine Bandage verschwenden, um sie zu retten. Tun wir aber, weil ich bin davon überzeugt, dass das besser ist. So, was hat er denn für uns mit? Was haben wir noch? Eine Kugel. Zwei Kugeln brauchen wir. Und die Teile würde ich auch gerne nehmen. Die auch. Das Wasser auch. Gucken erstmal, was wir alles nehmen wollen. Konserven brauchen wir nicht, Zigaretten, das ist, nee, das ist alles nicht nötig. Essen haben wir auch noch genug, ne? Das sind alles Sachen, die wir erstmal haben. Was können wir dafür abgeben? Das. Zahnräder haben wir 15. Zucker. Können wir haben. Das ist wohl ein Scherz. Ja, was können wir abgeben noch? Kaffee. Tabletten. Das ist immer noch ein Scherz. Gut, das sind noch zwei Bandagen. Nehmen wir mal erstmal eine, aber das ist dann immer noch ein Scherz. Zweimal Wasser weg. Hat sich noch nicht ausgescherzt. Ja, das kann komplett weg. Den Zucker brauchen wir gar nicht. Das war irgendwie ein Fehlklick oder was. Das reicht noch nicht. Was hatten wir? 12, ne? Ja. Okay, wir können uns einigen bei 4. Okay, ein Holz würde noch gehen. Das aber nicht mehr. Das Wasser auch nicht. Da können wir uns noch einigen. Da nicht mehr. Da auch nicht mehr. So sollten wir das tauschen gegen das. Ich denke schon. Machen wir. So, Katja, dann ins Bett. Pavel, essen. Und dann ins Bett. Katja ist nur müde. Gut.
Havel geht dort ins Bett. Bruno ist. Und geht dann hier unten zu den Filtern. Ich weiß aber nicht, ob wir noch welche haben. Der ist sehr hungrig, das heißt, er isst die beiden Portionen dann auf. Dann ist das besser. Ah, das hier dauert relativ lange. Haben wir nicht. Okay. Maren ist dann auch noch gerade die zweite Person, damit der Hunger weg ist. Zweite Person. Portion. Gut, und dann geht er an die Werkbank und macht die Wasserfilter. Jetzt die Frage, ob wir noch was beim Händler brauchen. Kann er gleich zwei machen. Bruno kann dann auch zwei einsetzen. Erst ist fertig. Gucken wir mal, wie wir hier upgraden müssen. Okay, da braucht man einen Mixer für. Ja, machen wir, oder? Da haben wir drauf gespart, glaube ich. Bruno macht dann noch den Wasserfilter rein. Dann haben wir das auch. Das Gemüse wächst von alleine. Sie braucht... Haben wir doch besorgt, ne? Ja, dann muss sie natürlich da oben erstmal hin. Er ist noch müde. So, was können wir da machen? Ein Messer können wir machen und eine Säge. Sehe ich jetzt aber gerade keinen Grund, das zu tun. Wie updaten wir den Ofen? So, dann geh du mal so lange schlafen, erholen. Okay, da fehlen uns Teile, Bestandteile und dieses Thermometer. Thermoregulator. Gut. Können wir hier ein Feuer machen? Achso, dann müssen wir erst Feuerholz herstellen. Alles klar. Aus Bestandteilen wollen wir das nicht machen, aus Holz wollen wir das machen. Vielleicht machen wir zwei. Ach, wir müssen die sowieso zum Kochen haben, dann machen wir mal drei. Katja macht jetzt sich die Bandage dran. Ist er denn nur krank? Und ist leicht krank, schwer verletzt, okay. Ja, leicht krank ist jetzt für mich noch nicht der Punkt, dass ich sage, ja, machen wir. So, wir haben 10 Grad plus. Und da haben wir ein Holz jetzt reingemacht, das dann dort brennt. Ja, da läuft alles. Gehen wir nochmal an der Werkbank gucken. Wie ist es mit Pavel? Ja. Filter hätten wir noch, sonst können wir nichts machen, also bleibt das erstmal aus. Er kann dann sich auf den Stuhl setzen und die Nacht kommt schon. So, gut. Katja geht ins Bett schlafen. Er hält Wache. Pavel geht plündern. Leicht krank, leicht verletzt, geht schlafen. Ja, ich glaube, so ist das das Beste. So, dann brauchen wir Elektroteile. Ja, eigentlich auf der Baustelle wird man sowas finden, würde ich sagen. Das ist alles nicht möglich. Was ist hier? 90%, da ist nichts mehr. Hier ist 12%. Da ist Vorsicht geboten. Ja. Supermarkt haben wir 75, 11% auf dem Hauptplatz.
da möchte ich aber. Baufällig besetztes Haus. 57%. Hier haben wir fast nichts entdeckt. Da, na, lassen wir erst. Gehen wir nochmal in die Kirche. Da sind wir zwar auch verfolgt worden, aber ist schon etwas länger her. Können wir nochmal probieren, denke ich. Und da können wir handeln. Gut. Dann müssen wir nur überlegen, was wir mitnehmen. Das nicht, das nicht, das nicht. Was handeln wir da? Das. Und das. Ich glaube, Teile. Ah, Dingens, sag schon, ne? Eine Bandage könnte man vielleicht da kriegen. Kirche. Aber Elektroteile nicht, die wir eigentlich noch brauchen. Ja, gut. Ist da irgendwo was? Ich glaube, wir gehen so plündern. Eine Waffe hätten wir, eine kleine Brechstange mitnehmen sollen, um was aufzubrechen. Naja, okay, ist zu spät. So, bis dahin können wir schon mal sprinten. Und ich glaube, bis dahin auch, da passiert uns nichts. Und mit dem können wir dann handeln. Ja. Das wollen wir tauschen gegen das. Das reicht nicht. Respekt. Das reicht nicht. Gut. Was hat er sonst noch anzubieten? Ja, alles Sachen, die wir jetzt nicht... Ja, das können wir gebrauchen, aber... Den Handel machen wir jetzt noch nicht. Da gucken wir erstmal weiter, was wir hier noch kriegen können, ne? Das ist ruhig, ja. Gucken wir, ob wir an dem vorbeikommen. Guten Abend, ja, ist jemand hier. Verdammtes Ungeziefer. Roxy, beste Hunde der Welt, hier begraben. Gut. Gehen wir weiter. Gehen wir da mal reinschauen. Da ist nix. Also rein. Tür zu wieder. Gehen wir erst in den Keller. Da liegt was, das gucken wir uns doch mal an. Achso, da war die Gitterstab. Da brauchen wir aber keine Sägewürfel von beiden Seiten rankommen. Gut. Okay, das nehmen wir erstmal alles. Dann da weiterhin. Auch alles. Ist gleich schon voll, ne? Aber wir müssen nach diesen Elektroteilen Ausschau halten, das ist wichtig. Können wir auch alles nehmen. Gut. Dann gehen wir da gucken. Was ist da los? Das ist die Frage. Da ist wohl niemand. Machen wir die Tür auf. Gehen wir rein, machen die Tür aber hinter uns erstmal zu. Da oben ist auch was am Blinken. Okay, einmal Dünger. Und dann gehen wir da weiter. Da oben ist wohl niemand. Weiter nach rechts geht's nicht. Ich sehe niemanden. Da können wir noch was aufnehmen. Da oben ist jemand. Ja, da haben wir jetzt ein Holz und eine Zigarette. Ich lasse erstmal die Zigarette da und guck zu, dass wir zurückgehen. Der kann uns zurzeit nicht sehen, deswegen gehen wir mal hoch. Vielleicht das? Was sagt er das auch nicht? Gehen wir mal da rein. Nichts. Der sucht. Okay.
Verdammtes Ungeziefer, das hat er da unten eben auch gesagt. Oder ist er das? Ne, der ist es nicht, oder? Da ist nichts. Dann gehen wir mal hoch, obwohl es vielleicht riskant ist. Der steht da noch an einer Stelle. Da können wir die Tür aufmachen. Dann gehen wir mal raus. Tür zu. Kommen wir hoch. Ja, super. Aber da ist zu. Gut, das heißt, wir brauchen hier definitiv ein Sägeblatt. Können wir mal wieder runtergehen. Und da können wir wieder zumachen. Und dann gucken wir da mal rein. Ist er weg oder ist er noch da? Ich sehe keine roten Kreise mehr. Er ist weg. Der ist da unten. Glaube ich. Okay. Jetzt müssen wir überlegen. Ich glaube, ich mach's so. Hier sind lauter Betten. Was ist da noch? Das Badezimmer. Da ist aber nix und da geht's raus. Ich glaube, da war auch nix. Er wird etwas Luft schnappen. Hier ist also auch nichts. Also, da waren wir ja schon. Zumachen. Und dann sind wir schon durch. Ja, da brauchen wir nicht gucken, da können wir nur durchgehen. Dann gucken wir nochmal, dass wir den Handel hinkriegen. Wie viel Zeit haben wir noch? Ein bisschen Zeit ist noch. Hier unten ist er jetzt nicht mehr da. Ah, stopp, da ist er. Aber der steht noch. Gucken wir mal durchs Schlüsselloch. Da sitzt er. Ja, da unten ist noch ein Bereich, wo wir hin können. Aber da haben wir doch letztes Mal, glaube ich, alles aufgescheucht. So, dann gehen wir hoch. Gucken, dass wir jetzt nochmal den Verband kriegen für Katja. So, das hatten wir letztes Mal und das. Oh, guck mal, das geht jetzt super. Das reicht nicht. Ah, gut, wir können uns einigen. Das reicht nicht. Gut, wir können uns einigen. Das reicht wiederum nicht. Weil der Kompost hat ja auch seinen Wert für unsere Plantage. Was hatte er denn nochmal alles? Zweimal Wasser ist nicht. Aber wir haben gerade Filter eingebaut, ne, oder? Das will ich schon nehmen, weil wir da zwei Mahlzeiten mitmachen können und wir haben kein Obst mehr, Gemüse mehr. Schade, dass er nicht zweimal das hat. Und das war auch alle. Das reicht nicht. Nee, also. Das Gemüse ja. Das reicht nicht, sagt er. Okay, einmal Wasser geht noch. Nö. Das wäre auch Blödsinn, ne? Zweimal Wasser geht nicht. Sollten wir mit einmal Wasser zufrieden sein, oder? Ja, drei Holz haben wir dann, zweimal Kompost, um mehr Gemüse zu machen. Das brauchen wir auch. Ich glaube, wir handeln so.
Die Bandage ist halt das Wichtigste. Ja, macht keinen Sinn anders. Ja, vermisst die guten Altzeiten. Hier unten ist noch eigentlich einiges zu gucken, aber da war es halt etwas schwierig hinzukommen. Das wissen wir ja. Gut, aber dann würde ich sagen, soll es für die Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.